Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers Mars Mission. Ja, es hat leider wieder eine kleine Pause gegeben beim Hochladen von Folgen. Ja, ich bin zurzeit ziemlich beschäftigt. Und von daher schaffe ich es nicht immer. Aber ja, ich bemühe mich und das ist ein guter Hinweis, vielleicht dann auch, solltet ihr noch kein Abo haben, ein Abo dazulassen, weil dann kriegt ihr immer automatisch mit, wenn eine neue Folge hochgeladen wird, ne? Und dann verpasst ihr nichts oder kriegt es dann gleich mit. So, jetzt haben wir hier unsere Farm und ich habe ja immer gesagt, wir checken am Anfang immer ein bisschen unsere Farm. Jetzt haben wir hier 76 organisch und ich würde, da raus und wir schauen mal, ob wir hier noch was gebunkert haben, aber organisch haben wir hier nicht gebunkert, aber wir packen uns jetzt noch ein bisschen Eis ein, vielleicht so 500. Und wir packen uns noch ein bisschen Schotter ein. Da würde ich sagen, den ganzen. Weil wir jetzt dann gleich ein bisschen nachfüllen werden, die einzelnen Farmen. Und dann produzieren wir wieder weiter organisch. So, wir haben hier 17 Äpfel noch. Ich packe da mal raus und dann packen wir hier 13 rein. Dann haben wir 30 und wir packen hier mal 10 organisch rein. Und 93 haben wir noch Eis. Wir checken mal kurz, wie sieht das ausgeht. Apple Farm 2. Apple Farm 2. Oh, da kann er alles produzieren. Das ist ja super. Nee, ist nicht super. Er produziert hier schon und wir schauen mal, wie viel er produzieren kann. Naja, das ist jetzt natürlich Quatsch. Wir sagen mal 20. Schafft er nicht mehr ganz, weil ihm Schotter fehlt. Aber Eis kann er gerade noch. Wenn wir jetzt bei 30... Wenn wir jetzt 30 produzieren, dann fehlt ihm ein bisschen organisch, nämlich genau 2 und es fehlen ihm 100 Schotter. Okay, dann packen wir das rein, also 2 organisch und 100 Schotter. Dann packen wir ihm noch 2 organisch rein. 2 und 100 Schotter. So, und jetzt schauen wir mal. Produktion. Apple Farm 2, das schafft er alles. Okay, das heißt, da sind wir auf einem guten Weg. Dann haben wir hier 160 Äpfel. Da packen wir ihm auch 30 rein. Das heißt, wir brauchen hier noch 10. Wir brauchen 12 organisch, das heißt hier auch noch 10 nachladen. Wir brauchen 100 Schotter und 100 Eis dürften reichen. Und wenn wir dann auf die Apple Farm 1 gehen, dann können wir hier wahrscheinlich auch 30 produzieren. Ja, ziemlich genau. Das reicht gerade so. Wir brauchen allerdings nur 6 Äpfel. Das heißt, aus einem Apfel kriegt er 5 neue Äpfel im Prinzip. Ne? Ja. So, das war das. Dann haben wir hier 400 Wheat. Und auch da machen wir mal die 30 voll. Das heißt 1,4. 1,4 packen wir mal rein, dann haben wir 30 drinnen
Und wir schauen mal, das ist die Wheat Farm 2. Wheat Farm 2. Und wir produzieren hier mal 30 auch. Und dann braucht er eben, ja, 1,40 hat er. Und er braucht 12. Das heißt, wir brauchen noch 10,6. 10,6 organisch. 10,6. Und jetzt sollte er tatsächlich alles produzieren können. Jo. 30 Dinger. So, wir brauchen also 12 organisch für 30 und 100 Schotter und ja, eigentlich nur 12 Wheat, aber das interessiert uns nicht wirklich. Dann schauen wir hier mal rein. Haben wir 200. Dann packen wir hier auf 30 auch 1,4. 1,4 rein. Ah, da haben wir sogar 31. Okay. Dann brauchen wir hier 12. Das heißt, wir haben hier 9. Wir haben 8, 5 und 80. Wir brauchen 8, 85. Punkt 85. Dann haben wir genau die 12. Und wir brauchen 100 Schotter. So, und wenn wir jetzt hier auf die Produktion gehen, auf die Wheat Farm 1, auf die Wheat Farm 1, dann können wir hier 30 produzieren. Ziemlich genau 30 oder ganz genau 30. Jo, und wir brauchen nur 12 Wheat, also das ist keine große Sache. So, dann haben wir noch organisch über. Das heißt, wir können, wie viel haben wir denn noch über? 30, das ist ja super. So, dann können wir hier mal 10,4, haben wir 30 drinnen. Das ist die Sojafarm 2. Dann schauen wir doch hier mal, wenn wir hier 30 produzieren wollen, dann brauchten wir Schotter. 100 und wir brauchen 12 organisch. Das ist immer ähnlich, ne? So, das heißt 46, das heißt wir brauchen 54, wir brauchen also 10, 54 organisch, 10,54 organisch, dann haben wir genau die 12 und wir brauchen 100 Schotter. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, dann schafft er das genau. Genau. Ja, wir haben sogar 2, da haben wir uns um 2 vertan. Statt 6 waren 58 wahrscheinlich da. Okay, dann schauen wir da noch kurz rein. Da haben wir wieder 330, da haben wir eh noch 32, da haben wir mehr als genug Schotter, wir haben Eis und wir brauchen 10 organisch. 10 organisch, dann haben wir 12 und in der Produktion können wir in der Sojafarm 1 jetzt auch 30 produzieren. Ah, nein. Wieso machst du dann nur 1, wenn ich die Control-Taste drücke? Jetzt hat er es kapiert. So, dann haben wir hier ganz genau die 12. Passt. Und jetzt haben wir noch ein bisschen übrig. Und wir können hier nochmal schauen, was haben wir hier drinnen. Hier haben wir den Kohl. 36 Kohl. Da ist jetzt die Frage. Production, das ist Vegetable Grower 2. Vegetable Grower 2. Ah. Da wollen wir noch 8 zusätzlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 30. Das heißt, wir brauchen 18 organisch. Und wir brauchen 6 Kohlköpfe. 18 organisch und 6 Kohlköpfe. Der Rest passt. 18 organisch. So, also als erstes mal die Kohlköpfe. 6, das heißt, wir brauchen 4,6
4,6 Kohlköpfe, dann haben wir 6. Und organisch brauchten wir, alles vergessen, organisch brauchten wir 18. Ich habe schon ein kurzes Gedächtnis. Das haben wir gar nicht mehr. Wir haben da noch 14. Die packen wir da mal rein. Das heißt, es wird nicht ganz aufgehen, aber immerhin. So, das schafft er nicht ganz, aber fast. Okay. So, und die Gewürze hier hinten, die lassen wir erstmal offen. Und jetzt können wir mal schauen. Wir haben jetzt hier wie viel Äpfel? 497. 397. Und da müssten wir durch 5. Das heißt 80 nicht ganz. Ne? Wir kriegen 79. 79. Ja, dann packen wir nochmal 100 Bohnen rein. Vielleicht hilft uns das noch, dass er die 80 dann gut voll macht. So, dann haben wir nämlich hier jetzt im Moment keine Äpfel übrig, aber ich denke nicht, dass wir die brauchen. Aber wir kriegen jede Menge anderen Gemüses. Wir kriegen hier nochmal die Kohlköpfe. Die müssen wir noch ein bisschen vermehren, aber ich denke, das wird jetzt dann auch werden. Eis haben wir eh noch nicht gebraucht. Das heißt, wir können, wir haben hier noch 100 Reserve. Wir sehen hier die Bohnen, da haben wir schon 1,35 km. Da haben wir, ups, was ist das? Da haben wir jetzt auch fast 100. Und vom Wheat haben wir 1,37 km. Wir müssen mal ein bisschen checken mit dem Schotter und dem Eis. Und ich packe mal den Schotter wieder da oben hin, damit wir es übersichtlicher haben. Und das dahin, zack. Ja, so. Also wir sehen, wir haben jetzt knapp 300 Cookies, Apfelkuchen noch. Wir haben fast 400 Trinken. Also es ist nicht so, dass wir jetzt schon dringend irgendwas produzieren müssten, um hier zu überleben. Das, ich mache das jetzt einfach mal auf Vorrat. Und dann können wir da oben nochmal die... dann können wir da oben nochmal die ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ich war schon beim nächsten. Ja, also hier raus. Ich würde hier mal rausgehen. Ich würde mal schauen, wenn das Wetter nicht zu schlecht ist. Also wir haben, glaube ich, wieder ein bisschen Sturm hier. Ich habe hier die Tür eingebaut beim letzten Mal. Das ist, bewährt sich wirklich. So, Essen, Wasser haben wir, Sleep haben wir, Helm ist zu. So, das heißt, wir machen zu. Ja, es ist schon Sturm, ne? Das ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt dieses Unknown Signal verfolge. 2,21, der scheint schon statisch zu sein. Also er scheint sich nicht zu bewegen. Doch, er bewegt sich. Achso, das waren wir, die 100 Meter, die wir uns bewegt haben, die 220. Ist die Frage, ob wir dieses Unknown Signal jetzt irgendwie verfolgen sollen. Ich würde sagen, ja, wir versuchen es einfach mal, ne? Wir versuchen es einfach mal. Gut, Batterie ist auf Auto, Bohrer sind aus, Gyroskope sind an, Triebwerke sind an. Der Verbinder ist verriegelt, das Fahrwerk ist entriegelt, mit der 7 entriegeln und nach vorne weg. Okay, und dann gehen wir ein bisschen nach rechts. Und dann gehen wir mal raus, damit wir ein bisschen besser sehen. Und steigen mal auf, damit wir hier ein bisschen aus der Schusslinie kommen. Und dann schauen wir mal, wo ist denn das Unknown Signal da drüben? In 2,2 Kilometer. Und
Man sieht hier wie immer mal nichts. Ich würde die Scheinwerfer mal anschalten. Jetzt habe ich die Gyroskope ausgeschaltet. Mit der 4 die Scheinwerfer anschalten. Damit wir wenigstens in nächster Umgebung ein bisschen was sehen. Wir müssen hoch, weil wir fliegen da auf den Berg zu. Ah, da unten ist es schon, das Signal. Und wir tasten uns mal langsam ran an den Berghang. Da haben wir es schon. Okay, da ist es. Es liegt hier drinnen, deswegen fliegt es auch nicht weg. Okay, wir gehen mal runter. Können wir hier irgendwo andocken? Bereit zum Verbinden? Jo. Wir gehen rein, wir steigen aus. Und wo ist unser Teil? Hier. Da ist das Teil. Und wir versuchen es mal. Wir versuchen mal erstmal den Ding rauszunehmen. Okay. Ah, da ist noch Weed drinnen. Brauchten wir nicht, aber immerhin. Und nochmal Single Chips. Okay. So, da ist eine Antenne. Da haben wir hier alle möglichen Kram dran. So, irgendwie ist es da gerade runtergerutscht. Da kommen wir jetzt nicht hinterher, denke ich, oder? Okay. So, okay, das war's. Gut, Weed. Wir haben also nochmal ein bisschen Weizen. Okay, ja. Dann würde ich sagen, entriegeln und nach oben weg. Okay, wir gehen raus. Wir drehen. Haben wir noch irgendwo ein Signal? Nein, haben wir nicht. Also wir müssen noch ein bisschen aufsteigen. Warum komme ich jetzt gerade nicht hoch? Jetzt. Irgendwas hat gerade geklemmt. Wir brauchen noch dringend einen Erzdetektor. Der nutzt uns jetzt hier im Sturm eh nicht unbedingt viel. Aber okay, da ist unsere Base. Mal vorsichtig da uns rantasten. Okay, da ist unsere Safe Zone. Wo wollen wir landen? Irgendwie laggt es wieder ein kleines bisschen. Nicht so stark, aber ein kleines bisschen. So, da ist die Landeplattform und da ist unsere Plattform. Da wollen wir hin. Wir brauchen noch nach unten Scheinwerfer, sehe ich gerade. Wir brauchen noch nach unten Scheinwerfer, damit wir mehr sehen, wenn wir landen. Okay. So, dann landen wir hier mal.
Zack, und verriegeln. Passt. Damit sind wir wieder daheim. Ich denke nicht, dass wir die Batterien jetzt aufladen müssen. Wir können ja mal schnell schauen, wo die stehen. Aber die stehen bei 7,73 Megawattstunden verbraucht in 24 Tagen. Und da können wir jetzt noch die mit der 4 die Scheinwerfer abschalten. Dann wird es auch entsprechend länger dauern, denke ich mal. Batterien 26 Tage, ja. Also die Scheinwerfer haben jetzt 2 Tage Lebensdauer der Batterie gebracht. Ich meine, wir können auch noch das Ganze abschalten. Dann wird es hier drinnen kalt, das ist klar, weil es keine Heizung gibt. Aber dafür werden die Batterien entsprechend länger halten, wenn überhaupt. Ne? Vollständig verbraucht in unendlich. Der verbraucht also nichts. Gut, dann können wir jetzt hier mal aussteigen. Und wir haben kein Signal mehr im Moment irgendwo in Reichweite. Ah, ich habe vergessen, wieder Mampf anzufunken. Ich mache das mal ganz schnell. Ich hänge mich mal ganz kurz in Discord rein. Mal schauen, ob der da ist. Weil ich habe ihm ja schon seit ewiger Zeit versprochen, dass ich mal bei ihm vorbeikomme. Aber dazu brauche ich eh noch ein Schiff mit Wasserstoffantrieb, denke ich. Und das wird heute eh nicht klappen, so wie ich das sehe. Ja, Discord, komm. Braucht wieder ein bisschen. Schauen wir mal. Nein, er ist nicht online. Er ist nicht online. Okay, er ist eh nicht da. Okay. Naja, gut, dann ein andermal, vermute ich mal. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Also ich mag diesen Steg hier, dass man da zu Fuß rübergehen kann. Weil dann ist man nicht da fällt mir gerade noch ein. Ich wollte nur eine Sache machen, nämlich da eine Treppe hoch. Ist jetzt im Discord irgendwas auf Streaming? Ja, da ist auf Streaming. Mal schauen. Das ist, glaube ich, nicht so gut, weil der frisst dann möglicherweise Bandbreite. So, ich wollte hier noch eine Treppe raufbauen. Da müssen wir mal schauen, dass ich hier auf die Plattform auch ohne Ding komme, ohne Jetpack. Ich wollte immer schon gerne einen zweiten Zugang haben, wo ich dann ohne Jetpack in die Base komme. Wir packen mal die Treppe, da unten habe ich es auf der 8 eh noch. Packen wir uns das mal alles da rein. Und jetzt ist die Frage, wenn ich da runter gehe, können wir da irgendwo die Treppe dran bauen? So dass wir da drauf kommen. Ich glaube, das wäre die richtige Position. Dann schweißen wir es doch mal. Ja, das wäre schon die richtige Position, aber leider falsch rum positioniert. So rum müsste es passen, richtig? Ja, so rum müsste es passen. Okay. Es ist bei der Treppe nicht immer ganz einfach zu sehen. So, dann kommen wir nämlich hier rauf und wir können hier runter gehen. Okay, so, das war das. Da unten haben wir noch das kleine Landepad. Das lasse ich mal einfach so, wie es ist. Dann können wir nämlich hier trockenen Fußes, in Anführungszeichen, da reinkommen. Und ja, die Frage ist, wenn wir schon hier draußen sind, fällt mir gerade noch ein, wir wollten ja noch zusätzliche Triebwerke an unseren Miner dran bauen.
wo können wir denn das machen? Das ist jetzt auch eine Sache, die wir gleich erledigen können, wenn er uns hier schon so schön steht. Also wir brauchen im Grunde genommen, also wir brauchen nochmal Scheinwerfer nach unten, auf jeder Seite einen vielleicht, das würde schon reichen. Und wir können theoretisch hier nochmal zwei und hinten noch ein Triebwerk dran packen, vermute ich jetzt mal. Wir machen mal ein Elite, allerdings brauchen wir da noch, nicht mal sechs, wir übertreiben es mal nicht. Wir machen mal zwei auf jeder Seite, haben wir vier nach oben. Und dann, ja, da brauchen wir eh noch Elite, diese Elite-Dinger, die wir jetzt wahrscheinlich nicht ausreichend haben. Wir checken das gleich nochmal. Dann brauchen wir hier das Triebwerk. Und dann setzen wir das da dran und dazu brauchen wir jetzt erstmal die Komponenten. Gut, die holen wir uns hier. Das hat er nicht alles geschafft, das ist klar. So, also ich würde zwei Triebwerke nach oben. Wieso kann ich die da nicht positionieren? Exotic Tech, okay. Und die fehlt ihm schon. Die fehlt ihm schon. Können wir die noch produzieren? Also wir brauchen drei pro Triebwerk. Vier, drei mal vier ist zwölf. Zwölf. Wenn wir in die Produktion gehen und sagen, wir wollen Exotic Tech und wollen da zwölf, schafft er das noch? Rohstofftechnisch. Mal schauen. Ja, naja, macht sie mal einzeln. Er zieht sich nicht für die gesamte Menge in der Produktion die Sachen rein, sondern immer einzeln, was jetzt ein bisschen blöd ist, weil wir jetzt nicht gleich sehen, ob es noch insgesamt noch reicht. Ne? So, aber eins können wir schon mal machen. Und ich würde sagen, mindestens zwei auf jeder Seite sollten wir haben. Fünf. Und das eine schafft er auch noch. Dann haben wir sechs. Ja. Also wir können auf jeden Fall zwei auf jeder Seite. Und ja. Dann haben wir vier. Jetzt haben wir acht. Dann können wir sogar noch in alle Richtungen eins mehr dran schrauben. Das wäre schon ideal. Dann denke ich, sind wir gut ausgestattet. Und dann sollten wir nochmal eine kleine Mining-Tour machen. Unten, wir haben eh diesen Eisbunker bei uns schon ausgehoben. So, Inventar. Und jetzt ist die Frage, wir sind voll hier. Das heißt, ich muss nochmal ein bisschen was wegnehmen. Wir schmeißen das raus. Und wir schmeißen... Ah, jetzt haben wir natürlich den Kram hier drinnen. Den tun wir natürlich mal kurz da drin parken. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da noch etwas mehr Material kriegen. Das war also, ja, montieren können. Wir können zwei auf jeder Seite, hier und hier. Okay, dann holen wir uns nochmal. Herstellungskomponenten. Tja. Wir machen es anders. Wir packen jetzt nochmal alles zurück hier. Weil ich wieder nicht wusste, was...
Und gehen nochmal in den Konstruktionsplaner und schmeißen die nochmal raus und nehmen uns nochmal zwei Elite. Ich muss da noch ein bisschen üben, bis ich das richtige Gefühl habe, für wie ich da mit dem Konstruktionsplaner richtig umgehe. So, jetzt versuchen wir mal die zwei da zu schweißen. Das haut hin. Und da ist die zweite und das haut nicht ganz hin, aber der kriegen wir, den Rest kriegen wir jetzt. Entnehmen. Achso, das ist wieder zu wenig Platz. Okay. So. Ja, die hatten wir schon. So, und jetzt gehen wir da mal rein und packen den ganzen Rest. Ja, leider, leider, leider geht gar nichts da rein. So, dann gehen wir da nochmal rein und sagen, raus mit dir und Elite. Und packen uns da nochmal zwei für die andere Seite rein und holen uns die Komponenten. Okay, und dann packen wir zwei auf die andere Seite. Einmal, zweimal und wir schauen mal, wie es mit Schweißen aussieht. Ja, da müssen wir nochmal nachfassen, ist klar. Okay, da haben wir auch 100. So, jetzt ist die Frage, wenn wir mal kurz nach oben schauen, wie schaut es hier aus mit den anderen Richtungen? Also nach vorne haben wir 4, haben wir 3. Das heißt, da könnte man noch eine hinpacken. Nach hinten haben wir 3, da könnten wir auch noch eine hinpacken. Die Frage ist, wo? Daneben irgendwo, wenn es geht. Und nach der Seite haben wir auch 3. Da könnten wir dahinter noch eine hinpacken. Also wir hätten da schon noch Luft. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch nochmal 2. Und machen da in alle Richtungen nochmal eine jeweils. So. Erstens die erste da unten rein. Warum kann er die nicht positionieren? Weil er Exotic-Tech braucht. Hast du die nicht? Nee, haben wir nicht. Die kriegst du auch nicht rein. Da müssen wir uns über den Verbinder hier kurz behelfen. Verbinder. Das ist der hier, denke ich. Kann ich da was reinpacken? Jo, kann ich. So. Okay. Dann würde ich sagen, noch mal rausholen. 3 Exotik-Technik möglich. Wir schauen mal, ob es trotzdem funktioniert. Er hat ja schon ein bisschen was rausgeholt, denke ich. Nee, geht immer noch nicht. Habe ich mich da vertan? Bei der... Wie viel Exotik-Tech braucht denn ein Elite? 3.
Wir haben 12 produziert. Wir haben 4 verbraucht. 3 mal 4 ist 12. Ja. Wer rechnen kann, ist im Vorteil. So, wir brauchen links, rechts, vorne, rück, 1. Das heißt, wir brauchen noch 4. Also nochmal 12. Wir brauchen nochmal 12 Exotik-Tick. Wir brauchen nochmal 12 Exotik-Tick. 10, 11, 12. Okay. Und das war's. Das schafft er nicht mehr. Doch. Er schafft noch 1. Jetzt zeigt er mir plötzlich alles an. Nee, er holt sich immer eins nach dem anderen. Okay. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Und er schafft die 12 noch. Also eins haben wir schon. Ein zweites kriegen wir auch noch, so wie es aussieht. Auf jeden Fall. Ja. 8, 9, dann haben wir 3. Und jetzt brauchen wir noch die restlichen 4, dann haben wir die 12. Da haben wir unsere 4 Triebwerke. Okay, es ist doch eine schöne Sache. Also wir brauchen dringend, wir brauchen Gold, wir brauchen Uran, wir brauchen Platin, Silber. Uran und Platin ist einfach ein Problem, weil das finden wir hier nicht. Das finden wir hier nicht. So, also können wir hier dann trotzdem was rüberpacken, können wir nicht. Das heißt, wir müssen da wieder auf den Verbinder ausweichen. Da bin ich das letzte Mal schon nicht rangekommen. Also nochmal Verbinder. Da haben wir es. Das ist das da, das ist das, das ist das. Okay. So, jetzt holen wir uns mal alles, was wir hier brauchen. Das ist leer. Okay. Was haben wir jetzt alles im Inventar? Wir haben die 6-mal Dinger. So, dann holen wir uns da ein paar Stahlplatten. Wir holen uns ein paar Herstellungskomponenten. Wir holen uns ein paar Motoren. Wir holen uns ein paar Gitter. Das war es eh schon. Mehr kriegen wir nicht rein. So, also jetzt aber. Wir wollen jetzt die Triebwerke noch dran bauen. So, 9. Ja, siehe da. Und schon geht's. Das ist das Erste. Wir schweißen es auch gleich. Und wir sehen, ob das richtig rum montiert ist. Benötigen Stahlrohr groß. Okay. Jetzt können wir gleich das andere noch reinpacken. Nämlich hier können wir das hier positionieren. Ja, aber das müssen wir drehen. In die Richtung. Zack. Und das in die Richtung drehen. Zack. Und jetzt ist die Gretchenfrage, wo tun wir das letzte hin? Oben drauf oder daneben? Wie weit trägt es denn auf, wenn es oben drauf ist? Gar nicht stark, weil die Batterie da sowieso ist. Also es ragt nicht wirklich über die Batterie hinaus. Okay. Ja, dann das hier. Dann das, aber... Okay, dann holen wir uns nochmal die... Nee, erstmal unser Inventar leer machen. So. Dann G. Elite. Und wir machen mal 2. 3, 4. So. Schwuppdiwupp. Das ist fertig.
Dann haben wir hier noch eins. Wir sparen mal ein bisschen. Genau. So, und dann haben wir hier noch. Und brauchen wir das vierte, das ist da. Aber da können wir nicht mehr. Okay, da brauchen wir die restlichen Komponenten. So. Machen wir das mal fertig. Machen wir das mal fertig. Und dann haben wir hier noch eins da vorne, oder? War das schon alles? Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Okay, dann haben wir alles, oder? Keine Ahnung, warum man da manchmal so Probleme hat, das zu finden. Okay. Jo, schaut gut aus. Das heißt, wir müssen das Ganze mal konfigurieren. K. So, wir gehen mal rein und sagen mal Atmos Miner. Da sind jetzt natürlich ein paar dazugekommen. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer nicht fertig. Den müssen wir noch fertig machen. Welcher ist denn das? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das der da? Welche ist denn das? Der da ist es. Der da ist es. Da ist noch einer ohne. Genau. Dann brauchen wir noch Komponenten, klar. Den hätte ich jetzt total übersehen. Nehmen von 3 Exotic Tech nicht möglich. Haben wir die schon da drin? Nee. Habe ich jetzt da eine mehr gebraucht? Das schafft er denn noch? Ja, er könnte es noch schaffen. Es dauert immer ein bisschen, bis er grübelt, woher er das Material wahrscheinlich zieht. Keine Ahnung. Das ging früher auch irgendwie schneller. Okay, die 3 kriegt er noch. Alles klar. So. Das heißt, wir sollten die entnehmen können. Sag mal, wie viel will er denn noch haben? Inventar. Ich habe jetzt die 3. Okay. Ah, es wird Tag. Super. Schön. Toller Sonnenaufgang. 100%. Das sieht toll aus. Der blaue Himmel. Und hier die Milchstraße. Die ist ja das Highlight. Die ist das Highlight. Okay. So. Okay. Nochmal. Zack. Rein. Und nochmal die Triebwerke. Atmos Miner. Jetzt haben wir es. Entschuldigung, jetzt haben wir sie alle. Da haben wir noch 2. Keinen vergessen. 30 Triebwerke haben wir jetzt an der Bude dran. Okay. So, wir schalten die alle aus und nochmal an, aus. So. Und nochmal kurz weg. Zack, haben wir sie alle erwischt. Schaut so aus. Es sind keine 30, weil wir hier erst bei 11 beginnen. So, okay. Und wenn wir jetzt alles einschalten. Und die Triebwerke anschalten, 1, dann sollten alle brennen. Wir gehen mal raus. Ja, ist jetzt schwer zu sagen.
Ja, wir sagen mal, es stimmt. Batterien sind auf Auto, Gyroskope sind an, Fahrwerk entriegeln mit der 9 und nach oben starten. Jo. Ja, der hat jetzt ein bisschen mehr Biss, ist klar. Weil wir ja 4 Triebwerke zusätzlich nach oben haben, ne? Das ist schon ein bisschen was. So, und dann gehen wir doch nochmal hier rein. Und ich würde ein bisschen daneben, also ich mache da, es ist jetzt ein bisschen Schweizer Käse. Aber als Versuchsding ist es ziemlich gut hier. Okay, da drüben sind wir eh schon angeeckt. Gehen noch mal ein bisschen nach links. Wo ist denn da unser Ende? Da ist das Loch. Okay, jetzt sehe ich das erst. Gehen noch mal ein bisschen zurück. Gehen noch mal ein bisschen nach rechts. Gehen ein bisschen runter. Bohrer einschalten und langsam rein. Ja, er macht wie immer ein schönes großes Loch. Ein schönes großes Loch. In das wir bequem reinpassen. Gut, wir kommen jetzt auf kein Eis, aber es ist egal. Wir wollen ja nur im Prinzip das Ding voll machen. Wir schauen mal kurz ins Inventar. Ah, wir sind noch nicht ganz voll. Da sind noch Container leer. Okay, da können wir also noch ein bisschen mehr. Wir üben mal ein bisschen hier zu drehen und gehen mal hier entlang. Vielleicht kriegen wir hier dann mehr Eis. Da ist jetzt unser Eis. Dass wir neben dem ganzen Gestein auch noch ein bisschen Eis mitkriegen. Und irgendwo hatte ich da, glaube ich, sogar eine Anzeige, wie voll unsere Container sind. Ne? 581 Tonnen haben wir jetzt im Moment, da sehe ich rechts unten. Aber da weiß ich noch nicht genau, wie weit, ob unsere Dinger schon voll sind. Wir schauen noch mal kurz rein.
So, Cockpit, Elite Drill. Ja, das scheint schon voll zu sein, weil die Drills schon voll sind, ne? Elite, ja, die sind alle. Fördergutsortierer ist voll. Fördergutsortierer ist voll. Der Verbinder ist voll. Oh, da haben wir die Motoren drinnen. Alles klar. Die Verbinder sind voll. Und die Drills sind noch nicht ganz voll, aber fast. Okay, das heißt, wir sind voll. Wir sind voll. Und im Moment benimmt er sich ziemlich gut. Also, ich habe. Er ist natürlich jetzt nicht mehr so agil, wie wenn er leer ist. Aber er hat keine Probleme jetzt kann man die Bohrer abschalten. Er hat keine Probleme in der Luft zu bleiben. Was wir ja letztens hatten, dass er da ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und jetzt können wir uns hier mal positionieren. Bisschen zurück. Ich gehe mal runter. Wo stehen wir jetzt, wenn wir runtergehen? Sind wir da im Blauen oder nicht? Ich sehe es nicht. Ah, wir müssen noch ein bisschen zurück. Bereit zum Verbinden? 9. Verriegelt. Triebwerke aus. Und jetzt können wir sagen, auswerfen 6 an. Und jetzt spuckt er den ganzen Quatsch aus. Okay. Ah, da ist noch ein Signal. 14 Minuten. Na, das schaffen wir. Jetzt schauen wir gerade mal, wie lange er braucht zum Ausladen. Gut, die Drills sind schon leer. Jetzt macht er das leer. Das da unten macht er leer. Ja. Was fliegt denn da immer weg? Oh, ist das unsere Zone? Ah! Ups, Moment. 6. Das ist unsere Zone, wenn die Dinger rausfliegen. Dann schießt die Zone die raus, weil das irgendwelche nicht erlaubten Dinger sind. Oh Mann. Auf das muss man auch erstmal kommen, ne? So, also Triebwerke an, wir entriegeln und wir gehen nochmal nach oben. Müssen wir doch über den Verbinder. Wir müssen doch über den Verbinder entladen. Weil sonst verlieren wir die alle. So, wir müssen natürlich noch tiefer. Sonst verlieren wir die alle. Die ganze Ladung. So, bereit zum Verbinden. Entriegelt. Ist das der andere jetzt? Haben wir da noch einen? Nee. Entriegelt. Okay. Bin ich da? Ich dachte, der sitzt jetzt. Warum verbindet der nicht? Ist das in der... Ist das in der... Ding wieder ausgeschaltet in der... Safe Zone? Bedienung. In der Zone. Zones. Admin Safe Zone. Ähm.
Schießen erlaubt, Scheißen erlaubt, Bohren erlaubt, Schleifen erlaubt, Konstruktion, Fahrwerksverriegelung erlauben von Projektionen, Umwandlung der Station, Schäden, Schießen erlauben ist nicht, Bohren, Schweißen, Schleifen, Konstruktion erlauben. Wo ist denn die Fahrwerksverriegelung? Wo stelle ich denn das schnell wieder ein? Schäden, Schießen, Bohren, Schweißen, Schleifen, Konstruktion erlauben, Erlauben von Projektionen, Foxelhand erlauben, Fahrwerksverriegelung zulassen, Umwandlung in Station. Okay. Ich meine, das Verbinden hat ja bisher auch geklappt. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich mal wieder nicht. Ich meine, der Verbinder, Ös, sieht gut aus. Der Verbinder sieht gut aus. Ist das ein anderer Verbinder? Kann das sein? Verbinder. Ja, das ist ein anderer Verbinder. Verriegeln. So, jetzt ist er verriegelt. Und jetzt schauen wir mal. Klar, weil das war ja nur der mittlere. Das war ja nur der mittlere. Oh Mann. So, entlädt der jetzt. Wenn ich jetzt nur das Schiff sehen will, dann entlädt der jetzt, denke ich, oder? Und jetzt müssen wir natürlich, damit das funktioniert, müssen wir die Sortierer, Fördergutsortierer, die müssen wir jetzt abschalten. Aber die lassen doch nichts durch. Auch wenn ich die abschalte, lassen die nichts durch. Gut, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache die Drills und die Cargo-Container sind leer. Die beiden anderen Verbinder macht er eben nicht leer, ne? Gut, da hat jetzt Eis drin. Alles klar. Halb so wild. So, dann würde ich sagen, wir docken ab. Wir sagen entriegeln, Verbinder 2, entriegeln und nach vorne weg, nach oben, ist egal. So, und dann wollen wir in die Richtung, wo dieses Signal ist, nochmal schauen. Da drüben ist die Station von TK. Ich sehe jetzt irgendwie meine Höhe nicht. Fahrwerk bereit zum Verriegeln. Jo. So. Raussteigen und Signal anfliegen. Wir schauen mal. Wow, das ist ein richtiger Pott jetzt mittlerweile wieder. Das ist ein richtiger Pott hier. Okay, schauen wir mal, was hast du denn da drinnen? Au! Oh. Ja. Äpfel. Haben wir aber alles.
So, wie viel haben wir denn noch Platz? Kriegen wir das noch rein, was wir hier wegschneiden? So, okay. Hat gerade so gereicht. Wir haben also nochmal Getreide, wenn ich es jetzt richtig sehe, und nee, ein Apfel und Gewürze. Apfel und Gewürze. Okay, das ist also nichts Neues. Aber immerhin ein bisschen was. Und es wäre ja immer ein bisschen auch das Glück. Und jetzt könnten wir, wenn wir denn einen Erzdetektor hätten, dann könnten wir jetzt nochmal nach irgendeinem Erz suchen und nochmal kurz eine Runde meinen. Aber wir haben noch keinen Erzdetektor und wir haben noch keine Scheinwerfer nach unten. Ich würde sagen, wir nutzen die Zeit noch gleich und machen das noch dran. So, wo stehen wir? Bisschen nach vorne. Und verriegeln. Zack. So, Triebwerke aus. Okay. Dann steigen wir mal aus. Jetzt müssten wir allerdings erstmal unseren ganzen Kram hier loswerden. Das heißt, wir müssen wohl oder übel mal kurz rein und die Sachen in die Küche packen und das andere, den ganzen anderen Kram, in einen Container, in einen Frachtcontainer, der auch Platz hat. Und dann sollten wir eh was essen und trinken. Und dann bauen wir die Scheinwerfer dran und dann bauen wir jetzt ist er gesprintet. Jetzt sind wir gesprintet und schon atemlos. Okay. So. Zack. Wumms. Ach ja, wir haben da oben haben wir ja auch noch die Sachen, die wir ernten müssen. Ne? Das checken wir noch gleich schnell. So, also wir haben das da. Wir haben einen Apfel. Das ist super. Wir haben hier nochmal Credits. Space. Aber die gehören hier nicht hin, ehrlich gesagt. Die Chips haben wir hier. Dann haben wir hier nochmal. Was ist das? Interstellar Bier. Okay, interessant. Also wir haben jetzt auch Bier. So, dann packen wir schnell mal hier die Sachen in den Container. So, wir haben 6600 K. Und wir haben immerhin jetzt drei Exotik-Tech über. Das können wir noch rüberpacken. Die Emergency-Ration auch. Die gehört eigentlich in die Küche. Die gehört hier hin. So. Sparkling Water. Und jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, wenn wir schon hier oben sind, ganz kurz nochmal hier rein. Weil da haben wir nämlich auch. Nee, da haben wir nicht. Hier haben wir nicht angebaut. Aber hier, die Äpfel haben wir. Nee, haben wir auch nicht. Ach, wir haben es reingepackt, aber wir haben die Äpfelfarm Sitzecke 02. Aber wir haben es nicht in Auftrag gegeben.
Genau. Wir haben es nicht in Auftrag gegeben. Wir haben zwar hier aufgefüllt, aber nichts in Auftrag gegeben. Okay, das ist die Apple Farm 03. Sitzecke 03. 20 mehr schafft er eh nicht. Und dann war hier. Da haben wir kein Organisch mehr gehabt. Okay, das war das. Und hier haben wir da was reingepackt. Ja, das haben wir reingepackt. Das ist die Wheat Farm Sitzecke. Produktion Wheat Farm Sitzecke. Und da können wir natürlich auch mal 20. Ja, mehr schafft er eh nicht. Aber einfach so. Haben wir da noch was reingepackt? Ja, da haben wir auch noch was reingepackt. Das ist die Sitzecke 01. Dann kannst du auch mal 20 machen. Das schaffst du nicht ganz, aber immerhin. So, dann ist wenigstens jetzt die Produktion da angelaufen. Okay. So, dann sollten wir was essen. Erstmal trinken. Und dann was essen. Okay. Und jo, ich würde sagen, dann sind wir ganz gut dabei. Wir merken uns das andere, den Umbau doch fürs nächste Mal vor. Ja, sorry. Scheinwerfer unten und Scheinwerfer unten und den Erzdetektor brauchen wir noch. So, wir haben gegessen, wir haben getrunken. Wir müssen noch unsere Flaschen aufladen. Und wir schauen mal, wie weit der hier ist. Ja, der hat schon ziemlich viel. Der ist schon fast durch. Ja, also ich denke, wir können noch mal ein bisschen mehr organisch produzieren, wenn wir noch hier sind. Wir nehmen noch ein bisschen was von dem. Dann nehmen wir noch 500 von dem. Und wir können sogar noch 500 von dem nehmen, weil wir haben im Moment genügend. Dann schauen wir mal, wie viel organisch wir beim nächsten Mal übrig haben. Da bin ich schon gespannt. Ein neues Signal. 14 Minuten. Okay. Nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Ich würde sagen, wir packen die Sachen weg. Also, ich denke, unser Kleiner ist jetzt schon wirklich reif. Der ist jetzt gut ausgestattet. Die Flaschen gehen eh nach unten zum Aufladen. Das finde ich wirklich witzig. Eine bleibt hier oben und die anderen gehen runter sofort zum Aufladen. Das ist eine schöne Sache. Muss ich mal schauen oder meinem Phantom mal fragen, wie er das macht. Jo, also unser Kleiner ist, glaube ich, gut. Wir bauen jetzt einen Erzdetektor dran. Wir bauen noch eine Antenne dran. Wir brauchen noch eine kleine Antenne und wir brauchen zwei Scheinwerfer nach unten. Das war es dann im Wesentlichen. Und dann verkleiden wir ihn noch ein kleines bisschen, malen ihn ein bisschen bunt an, damit er noch was aussieht. Und würde sagen, wir sind mit dem Miner eigentlich klar. Also mit dem können wir gut rumfliegen. Der ist gut, um mal schnell irgendwo hinzufliegen und irgendwas mitzunehmen. Das mit den Sortierern müssen wir uns und diesen Ausladen, das müssen wir uns noch überlegen, weil das klappt leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Da müssen wir ihn auch nochmal umbauen. Wir müssen ihn doch andocken. Also, weil das mit dem Rausschmeißen, das funktioniert in der Zone nicht, in dieser Zone. In dem Moment, wo dieser Klumpen rausfällt, ist er sozusagen ein unbekanntes Objekt für die Zone und die schießt alles, was
ihr nicht bekannt ist, schießt sie sofort raus aus der Zone. Also irgendwo landen diese Klumpen dann außerhalb. Da könnte man sie theoretisch wieder einsammeln. Aber das ist natürlich Quatsch. Das heißt also, dieses Konzept mit diesen Sammlern, das wird so nicht funktionieren mit der Zone. Nicht im Zusammenhang mit der Zone. Also wieder was dazugelernt. Wieder was dazugelernt. Das heißt, wir müssen doch wohl oder übel über den Verbinder einfach irgendwas machen. Das heißt, ich würde dann nochmal einen Verbinder hinbauen, der etwas leichter anzudocken ist als der, den wir jetzt haben. Und da müssen wir das doch über den Verbinder machen. Und wir müssen. Ja. Und wir müssen diese Sortierer dann wahrscheinlich wieder rausnehmen. Weil die bringen es nicht. Ich meine, wir können sie auch drin lassen zum Entladen, theoretisch. Ich glaube, sie schaden nicht. Wir müssen nochmal schauen. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, was da die beste Lösung ist erstmal. Aber, ja. Genau. Und wenn wir über einen Verbinder arbeiten, haben wir auch den Vorteil, dass die Energie aufgeladen wird und dass die Raffinerien, die in der Fabrik unten stehen, sich den Kram dann sowieso automatisch reinziehen. Das heißt, die ziehen sich das eh dann durch. Okay, also da sieht man schon, wie viel Know-how und Einzelding so an einem kleinen Miner letztendlich hängt. Ne? Was man da alles beachten muss, wie viel Volumen kriegen wir rein, welche Triebwerke, wie kriegen wir den Kram rein, wie kriegen wir ihn raus, mit welchen Komponenten arbeiten wir und so weiter und so fort. Und wir brauchen noch einen H2O2 irgendwo angedockt. Wahrscheinlich muss ich da das Cockpit können wir nicht, weil dann wird es, wenn wir das nochmal dazwischen packen, dann kommt das Cockpit zu weit nach vorne. Dann stehen die Bohrer nicht mehr weit genug vor. Das heißt, da müssen wir noch irgendwann H2O2, dass wir auch Sauerstoff kriegen. Dass unser Sauerstoff und unser Wasserstoff auch aufgeladen wird, wenn wir im Cockpit sitzen. Das ist ein bisschen ein Nachteil, dass das noch nicht funktioniert. Gut, ansonsten würde ich sagen, ist das Ding dann, wenn wir diese paar kleinen Änderungen noch gemacht haben, eine runde Sache. Ich würde sagen, damit bin ich zufrieden. Das heißt, wir bauen das in der nächsten Folge nochmal um, testen das Ganze nochmal. Und wenn es denn dann funktioniert, dann bauen wir uns einen kleinen, schnuckligen H2-Jet, mit dem wir dann rausfliegen können. Kleinen 1-2 Container, der kann ganz leicht sein, 1-2 Frachtcontainer, der muss ja nicht so viel Fracht transportieren können, da wollen wir nur ein bisschen handeln. Also Fracht transportieren und dann, dass wir dann sowohl zu Mampf als auch zu AK raus können und zu den anderen, um einfach handeln zu können, weil entweder wir besorgen uns Uran und Platin selber oder wir versuchen es irgendwie zu handeln. Eins von beiden. Und da das ja ein Server ist mit mehreren, wäre es natürlich auch schön, wenn wir das nutzen könnten, wenn wir uns da also irgendwie vereinbaren, dass wir mal uns einmal pro Woche wenigstens irgendwie treffen, gemeinsam am Server und dann einfach handeln oder sonstige Dinge einfach ausmachen. Mal schauen. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, freut mich, hilft dem Kanal. Wenn ihr zufälligerweise neu seid und noch kein Abo habt, dann lasst gerne auch ein Abo da, freut mich, hilft dem Kanal auch. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.